Überall zerstört der Abschaum der Menschheit die Chancen auf einen Wandel. Der Abschaum einer der neuen großen gefährlichen Weltsekte, nachdem die Scientology und die Zeugen Jehovas ja gezeigt haben, dass sie eben auch wie alles andere nicht Teil der Lösung, sondern Teil des Problems sind, ist die größte und gefährlichste Sekte der Welt, so die Esoterik- oder Eso-Spiro-Psycho-Sekte sozusagen, die ja weltweit um sich gegriffen hat, sicherlich der größte Angriff, wo sich der Abschaum der Menschheit sammelt offensichtlich und sozusagen eigentlich dem Kapitalismus gute Dienste tut, nämlich jegliche Chance, irgendetwas zu ändern in der Welt, zunichte macht, weil die Eso-Spiro-Psycho-Sekte ermöglicht dem Gesindel der Welt den Größenwahn. Ja, ich versuche das noch ein bisschen genauer zu verstehen. Also, wenn jemand einfach faul und dumm ist, ja, und eben irgendwo ahnt, dass er eigentlich keine Chance hat, und eigentlich sozusagen mit der erfolgreichen Welt eigentlich nichts zu tun haben kann, dann ermöglicht eben wahrscheinlich die Eso-Spiro-Psycho-Sekte, so ähnlich wie die Scientology, die Illusion, dass man mit ein bisschen Geldeinsatz, indem man sich in die Eso-Spiro-Psycho-Sekte einkauft, wozu schon ein paar Bücher für ein paar Euro reichen, und dann erlebt man das so, dass man da jetzt plötzlich was studiert hätte, so nach dem Motto, was soll ich mich mühsamst in die Physik und die Chemie und die Biologie von Körpern, von Organismen, von Lebewesen, von Menschen einarbeiten, wie die Biologie der Menschen funktioniert, wie die DNS funktioniert, wie Mutation und Selektion funktionieren, die Evolution funktioniert, alles so komplizierte Sachen. Warum soll ich mich darin einarbeiten, wenn ich quasi als dummer und fauler Mensch einfach nur mich einkaufen kann mit drei Esoterikbüchern in die Eso-Spiro-Psycho-Sekte. Bei der Scientology ist es meistens ein bisschen teurer, da muss ich wahrscheinlich schon viele Kurse buchen, um mich in diese Sekte einkaufen zu können. Und dann bieten mir aber diese beiden Sekten den Größenwahn. Ich wäre jetzt überlegen über anderen Menschen und kann dann hingehen und andere Menschen niedermachen und kann mich selbst in einer Illusion wähnen, der Überlegenheit über den Rest der Welt sozusagen. Und dann ist eigentlich der Kapitalismus an seinem Ziel, weil dann solche Menschen natürlich mit ihrem größenwahnsinnigen Verhalten an jedem vernünftigen Menschen scheitern werden, ja, da sie sozusagen sich die Sonderrechte herausnehmen, sozusagen alle Spielregeln des menschlichen Miteinanders brechen zu dürfen, weil sie ja sozusagen den anderen einfach um die Ohren knallen. Sie seien die Herzensmenschen und die guten Menschen und die Herzenergie und so weiter. Und die anderen seien ja die schlechten und bösen Menschen, die Verstandesmenschen oder die naturwissenschaftlichen Verstandesmenschen und so weiter. Und das ist so, das ist so, wie man innerhalb kürzester Zeit einfach verkehrte Welt spielen kann, sozusagen. Man selbst die Esoterik-Sekte ermöglicht einem das größenwahnsinnige Verhalten. Man wird vom faulen, dummen Gesindel und Abschaum der Welt, kann man sich erhöhen in die Illusion,
der absoluten Überlegenheit über all die Leute, die hart arbeiten an den Dingen und die wirklich was von der Sache verstehen. Und dann passiert aber das, was natürlich für den Kapitalismus das Ideale ist, was es nur sein kann. Diese größenwahnsinnigen Eso-Spiro-Psycho-Spinner scheitern natürlich an der Realität, weil sie spätestens, auch wenn sie in ihrer Sekte unter sich sind, sich ja gegenseitig wieder zerfetzen und angreifen und gegenseitig quälen und terrorisieren, weil sie sich ja an überhaupt keine Regeln irgendeines menschlichen Miteinanders halten können. Gestern wurde das so schön deutlich, dass sie sozusagen an Regeln, Verträge, Vereinbarungen, Fairness und so weiter sich ja gar nicht halten brauchen, denn sie, es ist ja das Ideale, wenn man seinem Bauchgefühl folgend einfach mit anderen Menschen Schlitten fährt, so wie einem das Bauchgefühl es gerade nahelegt und so weiter. Ja, und solche Menschen scheitern dann und spätestens scheitern sie dann, wenn sie sich gegenseitig mit ihren Sektenmitgliedern gegenseitig fertig machen und zerrütten und terrorisieren, bis sie es alle nicht mehr aushalten. Aber und genau das ist ja das, was der Kapitalismus, was im Kapitalismus erreicht werden muss, dass die Menschen nicht mehr zueinander finden, nicht mehr auf gemeinsame Regeln, Regeln einer fairen gemeinsamen Kooperation zurückkommen können, sondern jeder sein Ding macht, jeder seine Bedürfnisse rücksichtslos versucht, auf Kosten aller anderen durchzusetzen, was natürlich daran scheitert, dass dann eben lauter Leute alle rücksichtslos ihre Wünsche auf Kosten anderer Menschen antikooperativ durchzusetzen versuchen. Und was passiert dann? Der Kapitalismus gewinnt, denn dann sind all diese Leute, werden am Ende in ihrem Größenwahnsinn total einsam sein und werden sozusagen ja letztendlich am Leben scheitern. Ich gucke gerade, ob da irgendein Bild dazu passt. Ja, vielleicht können wir das am ehesten so sagen, ja, dass man vielleicht so sagen muss. Hier das Wunder des Lebens und die Mechaniken des Lebens zu verstehen, erfordert jahrzehntelanges Studium und härteste Arbeit. Ich habe es schon mal gesagt, dass ich manchmal dachte während des Studiums der modernen Naturwissenschaften, dass einem der Kopf sich dreht, weil das so kompliziert ist und so schwierig ist. Und da ist es doch so schön einfach, wenn ich hier als strunzdummer Mensch als Abschaum und Gesindel der Menschheit einfach mal in der Illusion, in der Fantasie, durch das Einkaufen in die Eso-Spiro-Psycho-Sekte oder in die Scientology-Sekte mich fantasieren kann, glaube ich, bei Scientology heißt es dann als Titanen, als die Übermenschen und ja, die sich selbst als Herrscher der Welt fantasierenden Träumer, ja, diese Traumillusion wird für wenig oder viel mehr oder weniger Geld geboten und man fantasiert sich hier und fantasiert sich den echten fähigen Leuten überlegen. Dadurch kommt es natürlich zu unendlichen Konflikten mit allen, weil hinter dieser Luftblase und Seifenblase dieser größenwahnsinnigen Illusion ja nichts dahinter steckt, ja. So nach dem Motto, der drei Eso-Spiro-Psycho-Bücher gelesen hat, fantasiert sich als toller Wissenschaftler, oh, schön, da braucht man nicht 30 Jahre hart zu arbeiten und zu studieren, bis man so ein bisschen was von Wissenschaft versteht, sondern das kann man, da liest man drei Eso-Spiro-Psycho-Sektenbücher und schon kann man sich fantasieren als der Größte der Welt und dann krachen diese Leute aufeinander und am Ende gewinnen natürlich wieder die. Letztendlich hier gewinnen die
die Sektenhändler, diese Buchläden, die es in jeder Stadt gibt. Diese Sekte hat ja quasi in jeder großen Stadt mehrere Buchläden, wo es so die Sektenutensilien zu kaufen gibt, so ähnlich wie auch die Zeugen Jehovas ihre eigenen Buchläden haben und die Scientology ihre eigene Buchbibliothek in ihren Centern hat, jedenfalls soweit ich damals die Scientology studiert habe und dann eben auch eben so eine, sie als Billig-Psychosekte sozusagen erkennen musste. Ja, also das war sehr offensichtlich, da brauchte ich als Psychologiestudent nur wenige Stunden, mich in deren Center und deren Bibliothek aufzuhalten, um zu erkennen, dass es sich um eine Billig-Psychosekte handelt, die also keinerlei, die eben wie gesagt Teil des Problems ist und nicht Teil der Lösung. Denn die Menschen, die dann, denen diese für wenig Geld oder viel Geld die Größenwahn-Illusion auf Zeit verkauft wird, die werden natürlich alle kläglich am Leben scheitern. Und was machen sie? Am Ende bleibt ihnen nichts anderes übrig, als wieder mehr zu konsumieren im Kapitalismus aus der Einsamkeit heraus. Die Einsamkeit führt wieder zu kaufsüchtigen Verhalten. Und wer gewinnt am Ende? Der Kapitalismus insgesamt, die verschiedenen Händlersparten und so weiter, die alle, die was verkaufen, profitieren am Ende, ne? Und das Traurige ist auch, Sie, wir haben es ja mitgekriegt, dass wir immer jetzt die Doppelmitgliedschaft in die Basis und die kompetente Partei des Gemeinwohls sozusagen empfehlen, weil wir sozusagen ja auch dieses Problem sehen, dass die Basis auch unterwandert ist von Teilen der Esospiro-Psychosekte, nämlich der Anthroposophie-Sekte, wobei ich fairerweise sagen muss, also ich fand bis jetzt immer die Absolventen von Waldorfschulen durchaus ziemlich vernünftig oft, ja. Aber die Rudolf Steinersche Konzeption einer sozialen Dreigliederung, die letztendlich den Beamtenstaat zur Heilslösung erklärt. So nach dem Motto, ich nehme den Wettbewerb raus aus vielen Bereichen der Gesellschaft und erträume mir dann, dass ich dennoch Leistung bekäme. Und das ist eben die Illusion. An dieser Illusion ist auch die DDR gescheitert. In der DDR war im Prinzip jeder Mensch ein Beamter, also im Staatsdienste letztendlich tätig. Und die Motivation war so, dass dann leider die ganzen Menschen versucht haben, sich möglichst während der Arbeitszeit möglichst gut auszuschlafen und auszuruhen. Und dann haben sie wahrscheinlich oft noch Sachen geklaut, Materialien geklaut vom Arbeitsplatz und haben dann im Privatleben versucht, ihren persönlichen Erfolg, ihre persönliche Leistung zu bringen, ihren persönlichen Erfolg und dann im Privatleben wenigstens dann einen privaten Lebenserfolg zu erzielen, da ja die Arbeit letztendlich keinen Erfolg ermöglichte, da ja es keinen Unterschied machte, ob man eine hohe Leistung bei der Arbeit brachte oder möglichst sich bei der Arbeit nur ausgeschlafen hat und ausgeruht hat. Und das heißt also, unser Standpunkt ist ganz klar. Da sind wir uns quasi, da gibt es einen Grundkonsens mit der, ich guck mal, ob ich es hier direkt finde, mit der, es gibt einen Grundkonsens, ich gehe besser auf Firefox, weil die weniger Werbung haben. Also hier, der Firefox hat jedenfalls einen Adblocker drin und dann haben wir hier mit weniger Werbung zu kämpfen. Wo ist unser Ding hin? Da ist es doch die kompetente. Da haben wir es doch, die kompetente ohne Werbung, ja. Und da ist es so, der Grundkonsens aller, die in Richtung Gemeinwohlwirtschaft denken, sei es die Gemeinwohlökonomie nach Christian Felber
und so weiter. Da ist der Grundkonsens, dass auch Christian Felber trotz seiner sicherlich marxistischen Fantasien, die bei ihm eine große Rolle spielen, leider, hat er trotzdem erkannt, dass es nicht sinnvoll ist, jegliche Leistungsmotivation rauszunehmen. Also er sozusagen erkennt, dass es falsch wäre, auf die Idee eines Pseudosozialismus oder Pseudokommunismus wieder einzuschwenken, nämlich dann wieder quasi alle, ein Großteil der Bürger wieder in den Beamtenstatus, also als Staatsdiener zu verstehen und da dann quasi jegliche Leistungsmotivation wegzunehmen, jeglichen Wettbewerb wegzunehmen, indem es quasi egal ist, ob sie bei der Arbeit viel leisten oder wenig leisten. Sie kriegen immer im Prinzip das gleiche Gehalt wie die anderen auch, weil sie ja im Staatsdienst sind und der Staat sozusagen sich abwendet von Leistungsmessung und Wettbewerb und so weiter, ja. Nun haben wir aber die Situation, dass wir in der Naturwissenschaft gelernt haben davon, dass die scheinbar so scheinegalitären Bonobos natürlich auch ein knallhartes Leistungsprinzip haben. Dort sind es die Frauen, die ganz knallhart beurteilen und messen, welcher Mann die größten Nahrungsgeschenke an die Gruppe macht, an die Frauen und Kinder macht. Und die Frauen beobachten das ganz genau und auf Kraft ihrer sozialen Intelligenz speichern sie das quasi genau ab, welcher dieser Bonobo-Männer in der Kommune liefert uns die größten Geschenke, da entwickeln sie dem gegenüber empfinden sie die größte Anerkennung und haben dann auch die stärkste Lust beim sexuellen Akt mit diesen und dann kommt es aufgrund bestimmter biologischer Mechanismen auch zu einer erhöhten Wahrscheinlichkeit, dass der Vater des nächsten Kindes in der Gruppe auch der größte Schenker in der Gruppe ist, der größte Nahrungsschenker in der Gruppe. Und das ist ja das Geheimnis des urmatriarchalen pazifistischen Bonobo-Schenker-Kommunismus, dass es eben keine egalitäre Gesellschaft ist, sondern eine ausreichend egalitäre ist, denn wenn die Frauen mit allen Männern Sex haben, in der Gruppenehe sozusagen, und mit allen Frauen Sex haben, dann kommt es zu einer sehr friedlichen Situation, weil ja auch der unfähigste Mann in der Illusion leben kann. Er hat ja immerhin eine gewisse theoretische Chance, auch mal der Vater des einen oder anderen Kindes sein zu können. Und deswegen verzichtet er auf Kindstötungen und auf Angriffe auf die Kinder der Frauen. Und das ist ja das Erfolgsrezept des urmatriarchalen pazifistischen Bonobo-Schenker-Kommunismus oder kurz Boucher-Kommunismus, ne? Und insofern, und Christian Felber hat erkannt, dass eben der Pseudokommunismus und Pseudosozialismus keine Option ist. Pseudokommunismus und Pseudosozialismus deswegen, weil das ja im Pseudosozialismus und Pseudokommunismus eine Verleugnung des Leistungsgedankens gab und des Wettbewerbsgedankens, auch die Verurteilung. Wobei wir das auch bei der Gemeinwohlökonomie in Ansätzen immer noch finden, so die Verurteilung von Wettbewerb, Leistung oder Konkurrenz, das dann als Schimpfwort dient und so weiter. Und dabei ist es eben auch so, dass bei den Bonobos eben die Männer letztendlich um den Zugang zu den Eizellen der Frauen konkurrieren, aber in einem fairen leistungssportlichen Wettbewerb, indem sie versuchen, der Gruppe gegenüber der bessere Schenker zu sein als die anderen Männer. Und das ist auch ein sinnvolles Leistungsprinzip. Und die Gemeinwohlökonomie geht zum Glück eben auch nicht so weit. Also hier nochmal die Gemeinwohlökonomie nach Christian Felber. Hier nochmal aufgelistet. Hier können Sie anklicken, die Links, ja. Und unten hier in der Infobox müssen Sie mittlerweile auch einen Link dann haben, wo Sie direkt die Homepage der kompetenten Partei des Gemeinwohls anklicken können.
Übrigens hier unten rechts immer schneller drehen, zweifache bis 1,5-fache Geschwindigkeit, weil ich doch immer relativ langsam rede. Und hier können Sie einiges anklicken, hier unseren Talk mit einem Vertreter der Gemeinwohlökonomie. Ja, und das Gute an der Gemeinwohlökonomie, dass sie trotz ihrer marxistischen Einstrahlung und trotz mancher Diffamierung gegenüber dem Konkurrenz- und Wettbewerbs- und Leistungsbegriff dennoch nicht so verrückt ist, sozusagen jeden Wettbewerb und Leistung ganz ausblenden zu wollen, sondern er belässt, Christian Felber ist auch so kompetent immerhin, dass er noch marktwirtschaftliche Elemente belässt, also im Gegensatz zur sozialen Dreigliederung, von der die Basis sozusagen unterwandert ist, von dieser Sekte, Teilsekte der ESO-Spiro-Psychosekten sozusagen. Bei der Sozialdreigliederung läuft es auf eine maximale Gammelgesellschaft im Sinne der DDR wieder hinaus sozusagen. In weiten Bereichen der Gesellschaft, ja. Und sozusagen der Unterschied zwischen der sozialen Dreigliederung von diesem Sektenguru Rudolf Steiner ist nicht ganz identisch mit dem Pseudosozialismus und Pseudokommunismus, weil der Pseudokommunismus und Pseudosozialismus wirklich diese Verurteilung von Leistung, Konkurrenz und Wettbewerb in allen Gesellschaftsbereichen konsequent durchgezogen hat, also in allen Gesellschaftsbereichen jegliche Leistungsmotivation abgetötet hat, so dass sich die Leistungsmotivation ins Private zurückgezogen hatte und dort dann die Leute kreativ und innovativ wurden, wenn es darum ging, ihr Privatleben, ihr trautes Heim, ihr eigenes sozusagen oder ihr Hobby, ihr Auto-Hobby oder Rennhobbys. Da waren die Leute dann in der Freizeit kreativ und auf der Arbeitszeit haben sie sich eher ausgeschlafen und ausgeruht für ihr Hobby am Abend oder am Wochenende und so weiter. Ja, und die soziale Dreigliederung holt also quasi von der DDR, bringt den nur in einen Großteil der Gesellschaft die gleichen Verhältnisse wie in der DDR zurück, lässt in manchen Teilen der Gesellschaft sicherlich noch irgendwie auch sowas wie Wettbewerb und Leistung noch irgendwo gelten, liegt also irgendwo dazwischen. Ja, also zwischen der richtigen Lösung, also die Gemeinwohlökonomie, und die Sozialdreigliederung erkennen beide, genauso wie hier die gemeinwohlorientierte Wirtschaftsordnung, GWO und die Gemeinwohllobby auch in Ansätzen, erkennen durchaus soziale Dreigliederung und Gemeinwohlökonomie erkennen durchaus, dass dieser bösartige Raubtierkapitalismus keinerlei Rolle spielen darf, also das, was Dr. Markus Krall verherrlicht als die höchste Form des Marktradikalismus und des Neoliberalismus hier im Internetfernsehen sozusagen, wobei da von dieser Seite ja auch unendlich oft dann auch der Crash prophezeit wird, die sogenannten Crash-Propheten reden uns seit 20 Jahren ein, dass die Welt direkt 2 Tage vorm Untergang steht und dass wir deswegen alle Gold und Silber kaufen müssten und so weiter, ja. Sogar ich bin auf diese Hetzereien gefallen mal und auf diese Crash-Propheten-Hetze als auf dieses Geschäftsmodell reingefallen. Aber auch generell ist der neoliberale Marktradikalismus eines Dr. Markus Krall jenseits jeder Realität. Und dann ist es eben so, dass die soziale Dreigliederung zu weit geht. Sie nimmt aus weiten Bereichen der Gesellschaft ganz den Wettbewerb und die Leistung raus, quasi, und führt dann zu einem Gammelstaat, der immerhin halb so vergammelt ist wie die DDR und damit nicht mehr wettbewerbsfähig ist und dann irgendwann auch militärisch unterlegen ist und irgendwann dann vielleicht auch platt gemacht wird von militärisch überlegenen Staaten der Erde sozusagen. Und die Gemeinwohlökonomie von Christian Felber hat aber immerhin erkannt, ja,
Wir lassen das Marktgeschehen, lenken nur das Marktgeschehen und den Wettbewerb und den Markt und die Leistungen in Richtung einer Gemeinwohlorientierung und belohnen finanziell eher dem Gemeinwohl dienende Tätigkeiten und ja, belohnen nicht oder entziehen die Belohnung, die finanziellen Belohnungen denen, die dem Gemeinwohl eher tendenziell schaden oder die bisher früher jedenfalls Profiter auf Kosten der Gemeinschaft, der Menschen und des Gemeinwohls und getätigt haben, indem sie zum Beispiel die Umwelt vergiftet haben, darüber wiederum die Menschen vergiftet haben und das also als wesentliche Profitgrundlage hatten, dass sie dadurch, dass sie die Umwelt verbrauchen und vergiften und verdrecken konnten, als Mülleimer missbrauchen konnten, dadurch natürlich dann höhere Profite hatten. Und das unterbindet die Gemeinwohlökonomie von Christian Felber, genauso wie die gemeinwohlorientierte Wirtschaftsordnung. Nur dass die GWO das eben wasserdichter macht als die GWÜ, deren System, also es ist halt bedenklich aus unserer Sicht, milliardenschwere Wirtschaftsvorgänge von der Willkürentscheidung von zukünftigen Wirtschaftsprüfern für Gemeinwohlbilanzen abhängig zu machen. Das ist vielleicht eine zu große Machtübergabe an bestimmte Wert- und Einschätzungsurteile einzelner Personen. Das eröffnet auch relativ leichte Korruption, Bestechungsmechanismen und so weiter. Also das heißt, das ist mir einfach zu wackelig, ja. Und das kommt halt auch aus der Unfähigkeit heraus, dass man nicht erkennen kann, dass man doch mit harten Zahlen arbeiten kann, wie mit der Wohlfühlstimme als neuer Wahlstimme, mit den Gesundheitsaufwand-Erwartungskurven und den tatsächlichen Gesundheitsaufwand. Da kriegt man harte Zahlen, harte Daten und die kann man zur Grundlage machen. So mein Standardbeispiel ist ja immer die Gemeinwohlökonomie von Christian Felber. Hat nicht genügend detektivische Mechanismen. Sie kann nicht als Detektiv nicht aufdecken, wenn quasi einem Biobäcker durchrutscht, dass sein Getreide giftverseucht ist und dass er deswegen Giftbrot backt, sozusagen, ohne dass es ihm bewusst ist. Das kann die Gemeinwohlökonomie durch nichts feststellen, während die GWO, die gemeinwohlorientierte Wirtschaftsordnung, der Next Scientist for Future, das detektieren kann, weil sich nämlich die Wohlfühlstimmen der Gruppe der Käufer, der regelmäßigen Käufer dieses giftigen Biobrotes, da gehen die Wohlfühlstimmen in den Keller minimal und es gehen die Kurven nach oben sozusagen, weil die Leute kränklicher werden und körperlich angegriffen werden und so weiter. Und das zuverlässig findet das die GWO, die gemeinwohlorientierte Wirtschaftsordnung, als eine Form der Gemeinwohlwirtschaftsformen überhaupt, findet das heraus und stoppt es und beendet es, indem nämlich dieser Biobäcker nochmal seine Arbeit überprüfen wird müssen, wenn er nämlich keine Verdienstzuschüsse mehr kriegt und kurz vor der Pleite steht. Dann wird er überprüfen und wird feststellen, aha, da ist ja Gift in meinem Getreide, ne? Und bei den Zulieferern. Und dann wird er diesen Zulieferern natürlich nie wieder einen Auftrag erteilen, sondern anderen, die eben da selbst darauf achten, giftstofffreies Getreide zu liefern, ne? Ja, also, das heißt also, ich wiederhole nochmal, ich empfehle dringend, weil ich gehe davon aus, dass die Unterwanderung der Basis durch Teile der Esospiro-Psycho-Sekte in Form der anthroposophischen sozialen Dreigliederung des Sektengurus Rudolf Steiner, der ja auch im weitesten Sinn zu den Esoterik-Sektierern gehört, und der ja auch bezeichnet wird von vernünftigen Wissenschaftlern als einer der größten Spinner und Phantasten der Erde. Aber das ist ja gerade das Wesen der Opfer dieser Esospiro-Psychosekten, dass sie eben
dass man ihnen eben diese Möglichkeit anbietet. Man liest zwei, drei Bücher von Rudolf Steiner oder andere Sektenbücher und dann ist man schon der Schlauste und Größte der Welt und der beste Mensch, der Herzensmensch, der Gefühlsmensch, der allen anderen überlegen ist und so weiter und kann dann eben alles andere beleidigen und diffamieren und dagegen hetzen und so weiter. Und dann hat am Ende wieder der Kapitalismus gewonnen, weil diese ganzen Menschen natürlich am Ende alle vereinsamen. Nach dem Größenwahn kommt das Scheitern an der Realität durch den Größenwahn und die Einsamkeit, dass man sich ja mit keinem einzigen Menschen mehr vertragen kann, wenn man in dieser Größenwahnsinnsillusion jegliche kooperativen Fertigkeiten völlig verliert, wenn man sie überhaupt jemals hatte als Gesindel und Abschaum der Menschheit, der sowieso davon nicht sehr viel hat, meistens schon, weil der Kapitalismus da schon in der Kindheit gründlich ist. Ja. Ja, und von daher, ja, das sind so Dinge hier. Gemeinwohlökonomie nach Christian Felber hat also immerhin, hat er gesagt, nein, also ist klar, wir müssen den Kapitalismus verlassen, ist klar. Aber wir dürfen auch nicht rüberrutschen in das, was ich genauer nennen würde, den Pseudosozialismus. Felber spricht von Sozialismus. Ich nenne es eher den Pseudosozialismus, weil, wie gesagt, der echte Kommunismus, der Bonobos beinhaltet eben Leistungsmessung, die Frauen durchführen, Leistungsmessung, Wettbewerb, fairer Wettbewerb zwischen den Männern um den Zugang zu den Eizellen, den die Frauenkörper gewähren, je nach der Qualität und Menge des Schenkens der Männer an Nahrung, ja. Also ist der Boucher-Kommunismus, der Bonobo-Schenker-Kommunismus, der Boucher-Kommunismus eben eine Leistungsgesellschaft mit fairer Leistungsmessung, fairem Wettbewerb und ist also eigentlich ja, eigentlich so etwas wie, ich glaube, Professor Hans-Werner Sinn, hier unten steht er, glaube ich, hier. Professor Hans-Werner Sinn hat er in dem Interview hier mit Thilo Jung von Jung und Naiv, mit einem ziemlich linksextremistischen Pseudo-Journalisten, sozusagen, ja, deutlich geäußert, dass er mal Sympathien hatte für das Wort Konkurrenzsozialismus. Ja, und vielleicht ist der Bonobo-Schenker-Kommunismus, der Boucher-Kommunismus am ehesten mit einem gesunden Konkurrenzsozialismus zu beschreiben. Ja, das heißt also, dass man die Bösartigkeiten des kapitalistischen Systems, des neoliberalen Marktradikalismus beendet sozusagen, aber nicht so weit geht, dass man jegliche Leistungsmotivation und jegliche Wettbewerbsmotivation rausnimmt, sondern eben sozusagen eine gesunde Zwischenform macht, die dem Bonobo-Schenker-Kommunismus ähnelt. Und das ist eben dann gemeinwohlorientiertes Wirtschaften, wo man eben doch eine gewisse Leistung bringen muss, wo es einen Wettbewerb gibt, aber der Wettbewerb eher darauf abzielt, wer von den Wettbewerbern nutzt dem Wohlergehen der Kunden, Mitarbeiter und Anwohner besser als welche anderen. Und das ist dann eine gesunde Wirtschaftsordnung, die quasi das wichtige Element von Leistung, Wettbewerb und fairer Konkurrenz beinhaltet, und sozusagen, aber auf der anderen Seite dieser Wettbewerb im Kapitalismus, dass der beendet wird, nämlich dieser gnadenlose, mörderische Wettbewerb im Kapitalismus, der daraus besteht, so nach dem Motto, wie kann ich mehr Profite auf Kosten der Menschen machen, wie kann ich die Kunden, Mitarbeiter und Anwohner, ohne dass die es merken, so gut schädigen, dass am Ende bei mir mehr Geld bleibt und ich dadurch dann Marktführer werde und alle anderen verdrängen kann. Dieser kranke Wettbewerb, krankhafte, pathologische Konkurrenz des Kapitalismus wird beendet durch gemeinwohlorientiertes Wirtschaften, aber
bleibt ein guter, fairer, ein gesundes, leistungssportliches, wettbewerbs- und leistungsorientiertes Verhalten übrig, ohne in die krankhafte, pathologische Konkurrenz des Kapitalismus, wer kann mehr Profit auf Kosten der Kunden, Mitarbeiter und Anwohner, der Menschen allgemein machen. Dieser kranke Wettbewerb wird beendet, aber eben es wird nicht Wettbewerb und Leistung, also dies wird letztendlich die Leistungsmotivation nicht erstickt und nicht beendet. Und deswegen ist die Gemeinwohlwirtschaft die vernünftige Zwischenlösung. Und jetzt muss man halt noch ausdiskutieren, wie viele Elemente von GWÖ, GWO, GWL, PWÖ, Postwachstumsökonomie, wie viele Inspirationen holt man sich aus den verschiedenen Linien und welche anderen gemeinwohlorientierten Wirtschaftsformen mag es noch geben? Und dann müssen wir auf diesen Ebenen diskutieren. Und dann, wenn wir dann eine gesunde Gesellschaft haben, kann es sein, dass wir auch wieder ein Stück wieder unserer natürlichen Lebensweise, der matriarchalen oder urmatriarchalen Lebensweise wieder ein Stück näher kommen, falls wir glücklicher werden wollen. Und ja, das kann ja dann jeder selbst entscheiden. Und vielleicht sollte man einfach diese Eso-Spiro-Psycho-Sekte meiden wie die Pest. Denn ich empfinde das wie eine Pest der Menschheit, die eben alles Schlechte im Dienste des Kapitalismus vereint, was es gibt. Und wie gesagt, dem Gesindel und dem Abschaum der Welt ermöglicht, sich für ein paar Euro sich in Größenwahnsinnsillusionen einzukaufen, die dann aber zum Scheitern aller Sozialbeziehungen zwangsläufig führen müssen und in die große Einsamkeit und dann in die daraus resultierende große Konsumsucht wieder zurückführen. Eines dieser Esoterik-Spinnerinnen hat immer wieder mal die Frage gestellt, ja, warum erreiche ich keine Menschen? Ja, vielleicht, weil man mit Eso, Spiro, Psycho, Größenwahnsinn einfach alle vernünftigen Menschen zum Glück abschreckt. Und ich glaube, ich bin jetzt auch erstmal bedient, es zu versuchen, diese Eso, Spiro, Psycho, Sektenmitglieder bekehren zu wollen. Da ist ein Entsekt, also wie sagt man das? Früher hatte man immer so überlegt, ob es nicht Programme geben könnte, die Menschen aus diesen Sekten wieder zu befreien. Ich glaube, da hat man keine Chance. Die Leute müssen erst selbst total gescheitert sein mit diesen Sektenkonzepten und dann, ja, wird man da rauskommen. Ja, also wie gesagt, Doppelmitgliedschaft in die Kompetente und die Basis, weil meine Befürchtung ist ja, dass die Bundestagswahl das Ende der Partei Die Basis einläuten wird und dann wird sich zeigen, dass die Unterwanderung durch die Eso-Spiro-Psychosekte in Form der Anthroposophie-Sekte von Rudolf Steiner mit seiner sozialen Dreigliederung, dass die eben dann diese Partei vor die Wand gefahren hat. Und ich habe es auch schon angedeutet. Ich hatte es angedeutet, dass eben diese Illusion, dass der wir ja auch, wir haben uns eine Zeit lang treiben lassen von der Basis in die Idee, dass eben die Bevölkerung angeblich doch darauf warte, jetzt überall die Arbeitsteilung aufzukündigen zwischen Politik. Wir haben ja überall eine arbeitsteilige Gesellschaft. Ja, der eine baut hoffentlich gesundes Bio-Gemüse, vielleicht sogar permakulturell an und versorgt damit andere Menschen. Und dafür macht der Politiker die Arbeit und die Mühe, sich einzuarbeiten in die Politik und so weiter. Und jetzt tritt die Basis quasi mit der Idee an, liebe Wählerinnen, wir geben Ihnen einen Zweitberuf dazu, einen Zusatzberuf. Vielleicht haben Sie schon drei Berufe und wissen nicht, wo Ihnen der Kopf steht, aber jetzt kriegen Sie noch einen Zusatzberuf dazu. Nämlich Sie werden
wir kündigen die Arbeitsteilung auf, die Arbeitsteilung zwischen, dass wir spezialisierte Politiker haben, die sich einarbeiten in die Themen, die kündigen wir auf, weil es da zugegebenermaßen riesige Probleme mit einem zu großen Einfluss der Konzerne und der Lobbyisten gibt, kündigen wir gleich, schütten wir das Kind mit dem Bade aus und kündigen gleich das arbeitsteilige System in diesem Teilbereich der Gesellschaft völlig auf. Und Sie müssen den ganzen Tag arbeiten wieder daran, indem Sie ständig sich in die inhaltlichen Thematiken von Volksentscheiden einarbeiten müssen und deswegen dann praktisch gar keine Freizeit mehr haben, weil Sie ja diesen Zusatzberuf noch machen müssen, wenn Sie das einigermaßen seriös an Volksabstimmungen teilnehmen wollen, an Volksentscheiden. Und wir lassen Sie müssen überall irgendwo mitwirken und mitreden, vielleicht sogar in solchen Bürgerparlamenten müssen Sie Ihre Lebenszeit opfern und müssen quasi alle politischen Entscheidungen wieder selber treffen, obwohl sie gar nicht, auch wenn sie sich noch so viele Stunden darin einarbeiten, gar nicht die Kompetenz haben, die überhaupt zu durchschauen, um was es dabei real dann wirklich geht. Und und ich glaube, dass also die Basis wird an insgesamt diesen drei großen Illusionen scheitern, nämlich dass die Bevölkerung den Wunsch hätte, die Arbeitsteilung im Felde der Politik wieder aufzukündigen und die Arbeit wieder selber zu machen, was auch volkswirtschaftlich höchst ineffizient ist, weil dann 45 Millionen Wählerinnen sich ständig einarbeiten müssen und ständig politische Arbeit machen müssen. Diese Lebensenergie fehlt ihnen dann für ihren eigenen Beruf und so weiter. Und das nur, weil man eben nicht in der Lage ist zu erkennen, dass man ganz leicht Politiker so motivieren kann, dass sie eben keine Gespräche mehr führen mit und überhaupt nichts mehr hören auf Konzerne und Lobbyisten. Und dass auf der anderen Seite auch die Konzerne leicht dahin zu motivieren sind, dass sie gar kein Interesse mehr haben, die Politik zu beeinflussen, weil es gar keine, wie wir immer so schön sagen, weil wir ihnen die Beute für das Manipulieren der Politik wegnehmen. Und wenn es keine Beute mehr gibt, dann lohnen sich die Kosten für das Bezahlen von Lobbyisten auch nicht mehr. Wenn es gar keine Beute gibt, also wenn es gar keine Möglichkeit gibt, größere Profite einzuführen durch das Manipulieren der Politik durch Lobbyisten, dann rechnet sich die Lobbyistenausgabe nicht mehr und also werden die Konzerne den Lobbyismus vom ersten Tag an einstellen zum Beispiel. Und deswegen sagen wir ja auch immer hier, nach der Einführung der Wohlfühlstimme kommt es zu einem sofortigen Ende des Lobbyismus. Ja? Und ich gehe nochmal auf diese Seite zurück hier. Wo ist es? Ja, auf der Homepage ist das ja auch nochmal, allerdings wieder ein bisschen überarbeitet hier, auf der Partei-Homepage. Übrigens hat gestern ein Professor der Physik, der nicht zum Weltrat gehört, der also gesagt, dass er vielleicht Interesse hat, Vorstandsvorsitzender von der Partei Die Kompetente zu werden. Das würde auch passen. Das wäre dann auch genau das Gegenstück zu den Esoterikspinnern. Ein Physikprofessor, der vernünftig ist und der auch den Gedanken der Gemeinwohlwirtschaft versteht und gut findet. Ne? Ja, und Jetzt bin ich hier, glaube ich, aber in der Satzung gelandet, oder? Wo bin ich jetzt hier gelandet? Ja, ich muss nochmal auf die Kompetente zurück. In der Satzung haben wir jetzt ja auch den Aufsichtsratgedanken drin. Da muss ich mal mit dem Bundeswahlleiter sprechen, ob das überhaupt geht. Ob eine Partei überhaupt sich gegen Unterwanderung schützen kann, durch einen Aufsichtsrat oder ob das nicht zulässig ist, ob man das irgendwie anders konstruieren muss. Muss man mal schauen, ich werde mal mit ihm reden. Ja, und das heißt, ich wollte mir das nochmal anschauen hier, dass wir also mittlerweile etwas vorsichtig geworden sind und sagen können, ja, wir haben uns mal eine Zeit lang darauf eingelassen, dass wir gesagt haben, ja,
Ich meine, Volksentscheid und Basisdemokratie und Konsensieren, das klingt ja alles ganz gut, aber das bedeutet eben letztendlich die Aufkündigung der Arbeitsteilung in der Bevölkerung im Bereiche der Politik. Und ob die Bevölkerung, wir haben auch nicht genügend am Anfang gefragt, ob wirklich die Bevölkerung einfach es will, dass sie einen Zusatzberuf Politik bekommt. Ne? Und das ist die große Frage, also die Wohlfühlstimme, die führt zum sofortigen Ende des Lobbyismus und der meisten aller Probleme, weil die Wohlfühlstimme ist der ideale, zeitsparende Dauervolksentscheid. Mit einem minimalsten Zeitaufwand erreiche ich mehr, als ich damit erreiche, wenn 45 Millionen Menschen versuchen, sich viele Stunden in die Thematik eines Volksentscheides einzuarbeiten und am Ende doch nur eine mangelhafte Kenntnis der Sachlage am Ende haben und deswegen dann auch mangelhafte Entscheidungen fällen werden. Ja, und ja, ich fände es gut, wenn man vielleicht die Wohlfühlstimme etabliert und zusätzlich die anderen Sachen als Möglichkeiten, die jederzeit gezogen werden können von den Wählerinnen, als Möglichkeiten, das Demokratische nochmal zu stärken, sozusagen eingebaut werden, aber dass wir es nicht zur Regel machen, dass wir die Arbeitsteilung mit der Politik aufkündigen, sondern dass wir einfach der Politik neue Rahmenbedingungen setzen, in denen die Politiker endlich Leistung für die Bevölkerung bringen, also gemeinwohlorientiert Politik betreiben und regieren, menschenfreundlich regieren und nicht mehr konzern- und lobbyistenfreundlich regieren. Und das reicht doch. Und dann brauchen wir doch die Arbeitsteilung nicht grundsätzlich aufzukündigen im Felde der Politik. Ja, also Doppelmitgliedschaft in die Kompetente und die Basis. Und wenn dann die Basis kaputt geht, was zu erwarten ist, dann können wir vielleicht die kompetente Partei des Gemeinwohls schnell hochziehen und können dann uns endlich verabschieden von diesen DDR-nahen Vorstellungen einer sozialen Dreigliederung, die also quasi ein halber Weg zurück zur DDR ist. Und Sie wissen, wie wirtschaftlich ruiniert die DDR war, am Ende war, weswegen sie nicht mehr geschossen hat, weil sie wusste, dass sie am Ende ist. Warum soll sie noch auf die Leute schießen, wenn sie selbst weiß, dass sie am Ende sind und abgewirtschaftet haben und wirtschaftlich nicht mehr konkurrenzfähig in der Welt sind? Dann lässt man auch nicht mehr auf die Leute schießen. So vernünftig war man dann doch noch, ne? Ja. Und dass wir dann eben uns in der Mitte treffen, in der Mitte des Gemeinwohlwirtschaftens, wo faire Leistungsmessung und fairer Wettbewerb ihre gesunde Rolle spielen dürfen, so wie sie es auch im Boucher-Kommunismus, im Bono-Boschenka-Kommunismus, ihre gesunde Rolle spielen, und wir sozusagen eine gesunde Gesellschaft bekommen, in der Wettbewerb nicht mehr heißt: Wie kann ich mehr Profite auf Kosten der Menschen erzielen als die anderen, sondern wie kann ich dem Wohlergehen der Kunden, Mitarbeiter und Anwohner allgemein der Menschen besser dienen als andere Unternehmungen und wie kann ich in diesem Sinne mehr tun fürs Gemeinwohl und mir dadurch mehr Belohnungen verdienen und dann auch wirklich verdienen, denn dann habe ich sie auch wirklich verdient. In einem Gemeinwohlwirtschaftssystem hat man dann auch seine Gewinne verdient durch Dienst an den Menschen, während man sie im Kapitalismus meistens nicht verdient hat, weil man ja gar nicht gedient hat, sondern man hat sie sozusagen die Bevölkerung, man hat die Bevölkerung abgezockt mit Sachen, die letztendlich die Bevölkerung schädigen. Ja, und diese Mitte. Deswegen jetzt sofort die Doppelmitgliedschaft machen und bei der Kompetenten mitwirken. Ja, und wie gesagt, das kann sein, dass das Ganze auch gar nicht geht, weil der Kapitalismus einfach zu stark ist, dass wir also noch nicht mal für den Gedanken des Gemeinwohlwirtschaftens, das hier, wie es hier steht, wir bekennen uns hier, wo steht es ganz klar? Nee, das müsst doch hier sehen.
Ah, das muss doch hier oben irgendwo stehen dann. Ja, da steht's ja schon. Wir erlauben Mehrfachmitgliedschaft in beliebig vielen anderen Parteien, nehmen null Mitgliedsbeitrag. Ja, das vergesse ich immer wieder zu sagen, dass die Kompetente selbstverständlich mit Geld nichts zu tun haben will, weil die es steht zu befürchten, dass in der Basis auch viele Leute nach oben drängen, die einfach nur scharf sind auf die 1,2 Millionen Mitgliedsbeitrag, die jährlich sind, von denen man sich ja als Parteioberer vielleicht ein paar Euro abzwacken kann, für die private Kasse sozusagen. Deswegen sind wir der Meinung, dass die Partei die Kompetente null Mitgliedsbeiträge erheben darf, nur weil es einfach sozusagen Geld auch jede Partei wieder korrumpiert, ne? Müssen wir mal gucken, wie weit das funktioniert, ob es da irgendwelche Zwänge gibt, dass man den Leuten irgendwelche Briefe mit Porto schicken muss, wo es was dann schon ins Geld gehen könnte, ne? Also dann müsste man doch irgendwie, Mitgliedsbeitrag ist gleich Portogebühren sozusagen. Also das Minimum an Briefen, das geschickt werden müsste, das müsste dann an Porto halt als Mitgliedsbeitrag erhoben würden. Das wäre aber dann ein wirklicher reiner Unkostenbeitrag und mehr nicht. Und das wären dann vielleicht 1 Euro im Jahr oder so oder irgend sowas dann. Da muss man mal gucken, wie man das macht. Aber auf jeden Fall ist das Ziel erstmal null Mitgliedsbeitrag. Und ja. Und ja, also ich hoffe, es ist deutlich geworden. Da liegt die Lösung. Hier, die Lösung der Menschheit liegt hier. Partei des Gemeinwohls, Gemeinwohlwirtschaft. Und alles andere nach naturwissenschaftlicher Prüfung müssen wir in den Quatschbereich ansiedeln. Wenn wir nochmal auf die Homepage des Weltrates zurückgehen, ich bleibe jetzt auch mal hier auf der Homepage des Weltrates und wir gehen mal auf hier Weltrat, dann ist ja der Grundgedanke die Anekdote vom alten China, ich guck gerade mal, ob wir nicht hier eine ausführlichere Schilderung der Anekdote vom alten China haben. Haben wir da nicht irgendwas Deutlicheres? Nee, ach so, dann müssen wir das doch die Kurzversion mal vorlesen. Also diese Anekdote vom alten China ist eigentlich die Gemeinwohlwirtschaftsgrundidee. Das ist eigentlich die alle Professoren und Doktoren und so weiter im Weltrat und bei den Next Scientists for Future haben sich um diese Anekdote vom alten China gruppiert. Also das Muster, die Musteranekdote des gemeinwohlorientierten Denkens, des gemeinwohlwirtschaftlichen Denkens. Ja, die berühmte Anekdote vom alten China, dass der Arzt angeblich so lange von allen beschenkt wurde, wie alle kerngesund und glücklich waren, wurde jemand krank, wurden die Geschenke von allen etwas reduziert, solange wie die Krankheit dauerte. Da ist Wettbewerb drin, da ist Leistungsmessung drin, da ist faire Leistungsmessung drin und da ist die richtige Anreizsituation, die richtigen positiven Anreize sind. Da sind drin, wenn ich die Gesundheit meiner Mitmenschen fördere, dann werde ich dafür belohnt. Da ist also alles drin, alle Kernelemente einer Gemeinwohlwirtschaft sind da drin, enthalten. Und damit können wir sagen, aus naturwissenschaftlicher Sicht muss die Lösung rund um den Begriff Gemeinwohlwirtschaft, Gemeinwohlwirtschaften liegen und muss da zu Ende diskutiert werden. Alles andere ist Spinnerei und vielleicht sollten wir uns in Zukunft einfach von diesen Esoterik-Esospiro-Psychosekten aller Art fernhalten und die Basis sollte sich von dieser Unterwanderung befreien. Diese Unterwanderung ist sicherlich nicht so schlimm wie eine mögliche Unterwanderung von Rechtsradikalen und so weiter. Wir müssen gucken, ob man Parteien überhaupt unterwanderungsfrei gestaltet werden können. Das muss man schauen. Aber ich fürchte, die Basis ist verloren an die Esospiro-Psychosekte. Ein anderes großes Stichwort ist ja auch die Homöopathie, die natürlich auch wieder
von der ESO-Sekte sehr geschätzt wird, ne? Also das sind alles Dinge, mit denen man, glaube ich, keine Wahlen gewinnen kann. Und wir sollten in Zukunft die ESO-Spiro-Psychosekte, diese ganzen Größenwahnsinniges, dieses größenwahnsinnige Gesindel und Abschaum der Welt sozusagen, sie ihrem eigenen Scheitern überlassen und dass sie sich dann eben gegenseitig in ihrem eigenen Saft in Zukunft fertig machen. Und man sollte nicht versuchen, diese Leute zu retten versuchen. Immer wieder macht man den Fehler, dass man etwas zu retten versucht, was vielleicht nicht zu retten ist. Diese Leute müssen sich erst einmal die ESO-Spiro und Sekten, ESO-Spiro, Psychosektenmitglieder müssen sich gegenseitig erstmal genügend fertig gemacht haben, dann aus der Sekte selbst ausscheiden. Und dann kann man vielleicht nochmal mit denen versuchen, irgendwann zu reden, aber nicht solange sie sich noch in der größenwahnsinnigen Hochphase der ESO-Spiro-Psychosekten-Illusion befinden. Ja, das war's für diese Talkshow. Tschüssi, bis bald.